Liebe Geschwister, dieser Feiertag ist ein Anlass zur Freude und zur Feier, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Tag von Arafat, der Tag des Opferfestes und die Tage von Mina sind Feiertage für uns Muslime. Daher danken wir Allah subhanahu wa ta'ala und heute gedenken wir den Geschehnis mit dem Propheten Ibrahim. Als dieser das Alter erreichte, das er mit ihm laufen konnte, das Alter von Ismail, und da sagte er, oh mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte, schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, oh mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird, du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Das ist der gehorsame Junge, der sich an die Gebote Allahs hält und sich ihnen unterwirft. Denn er wurde dazu erzogen, so widersetzt er sich nicht dem Befehl Allahs, auch wenn dieser auf den ersten Blick schmerzhaft erscheinen mag. Das ist das Vorbild, liebe Muslime, für die Gesellschaft. Denn die muslimische Gesellschaft wartet auf die Generation von Kindern, die von ihren Eltern so erzogen werden wie Ismail, die sich an die Gebote Allahs halten und mit der Vorherbestimmung Allahs zufrieden sind. Denn sie vertrauen auf Allah, dass jeder auch so großen Schmerz und jede auch so große Prüfung ein gutes Ende haben wird. Als Ismail dieses Vertrauen hatte und sich der Bestimmung Allahs ergab, kam der Ausweg. Allah sagte, als sie sich beide ergeben, gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir zu ihm, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits gemacht. Bereits wahrgemacht, gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden, das ist wahrlich die deutliche Prüfung, und wir lösen ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. An diesem Feiertag, liebe Geschwister, kann unsere Freude nur dann gelingen, wenn wir nachvollziehen, wie es Kinder geben kann, die verfolgt werden und flüchten müssen. Eine Prüfung, die Allah der ganzen muslimischen Gesellschaft auferlegte, wie er einst Ismail die Prüfung vorgesehen hat. So sehen wir, wie die Aqsa-Moschee gestürmt wird. Und wir sahen das Bild des gestrandeten, ertrunkenen Jungen, welches die Welt erschütterte. Ein Kind, das vom Sterben floh, fand sein Tod im Meer. Es steht für das Leid unzähliger Kinder, Frauen und Männer, die allesamt um ihr Leben flüchten. Doch wie kann dem Tod dieses Kindes einen Sinn gegeben werden? Wie kannst du dafür sorgen, dass dieses Kind mit seinem Tod die Welt verbessert? Wie kann das Kind noch weiter unter uns leben? Die Möglichkeit ist, dass dies der Beginn einer neuen Zeitrechnung wird. Eine neue Zeitrechnung deines Herzens, eine neue Ära deines Lebens. Lass dieses Kind der Beginn deiner Reise ins Paradies werden. Wie viele sagen, das Bild dieses Kindes zum ersten Mal an einem Tag, an dem sie das Morgengebet vernachlässigten. Und wie viele sahen das Bild am kommenden Tag wieder mit einem vernachlässigten Morgengebet. Wie viele Muslime sahen den Jungen an einem Tag ohne Koran, ohne Gedenken, ohne Anbetung. Wie viele Muslime setzten ihre Sünden fort, selbst nachdem sie das Bild tagelang gesehen haben. Dies zeigt, wer tatsächlich ertrunken ist und wer tatsächlich gestorben ist. Es sind unsere Herzen und es ist unser Glaube, möge Allah unser Glauben stärken. Allah sagt, ist es nicht Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen demütig gegenüber dem Gedenken Allahs werden und dass sie an die Wahrheit glauben. Der Junge ist, so Gott will, im Paradies. Er ist ein Märtyrer, vielmehr ist er mehrfacher Märtyrer. Er ist ein Märtyrer, weil er sein Leben schützen wollte. Und im Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass die verstorbenen Kinder beim Propheten Ibrahim sein werden. Und als er gefragt wurde, und was ist mit den Kindern der Nichtmuslime? Und da sagte er auch diese. Liebe Geschwister, die Frage, die wir uns stellen, lautet, hast du für dieses Kind im letzten Drittel der Nacht gebetet? Hast du für die Aqsa-Moschee gebetet? Oder vernachlässigst du immer noch deine Religion? Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dem Glauben füllen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen.